Jo Leute, was geht ab? Und ein wundervolles und herzliches Willkommen hier zu Run 18, zum Mexico City Grand Prix. Oder besser gesagt zum Grand Prix von Mexiko hierher aus, hier vom Autodromo Hernando Rodriguez. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns loslegen. Wir haben zwar schon den Konstrukteursweltmeistertitel und den WM-Titel geholt, aber wir müssen noch unsere Last to First Season Challenge fertig machen. Vielleicht mache ich sowas ähnliches, wenn unser Auto in der nächsten Season auch so gut ist, auch in der nächsten Season, aber hier mal der Mexico City Grand Prix, 4,3 Kilometer und 17 Kurven, ja, mit packenden einer DS-Zone, leider nur eine DS-Zone, weil, Blödsinn, es sind zwei DS-Zonen, hier habe ich diese extrem, wirklich extrem lang gerade und auf der Gegengerade. So, wir kommen hier aus der letzten Kurve raus, Regen, mir ist es eigentlich egal, ich qualifying, weil ich muss mich ja nicht gut qualifizieren, werde dennoch für euch eine schöne Qualifying-Runde fahren, ich hoffe, wir können uns wenigstens reglementtechnisch so in den Top, weil im Regen bin ich echt miserabel mit dem Trockensetup, weil ich ja weiß, boah, ist safe wieder trocken. Habe ich mir jetzt auch nicht die meiste Mühe gegeben, da ein Zwischending rauszufinden oder draus zu machen, weil ja, ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich meine, ob ich jetzt 8 werde, aktiviert gerne die Glocke, Leute, das ist mir passt. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr unseren Kanal wirklich supporten würdet und lasst doch gerne kostenloses Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir haben sogar Linie im ersten Sektor, was für eine Überraschung, wirklich, hätte ich nicht geglaubt. Und ja, wie gesagt, würde mich wirklich freuen und ja, besucht sogar auf Social Media und vor allem teilt doch gerne das Video, dass auch andere es noch finden und so weiter. Also ja, Dankeschön jetzt schon mal und wir kommen hier rein. Gestern war ja das Formel 1 Wochenende, letzte Wochenende dieser Season. Morgen wird dazu natürlich noch das Mega Season Video kommen und dann das abschließende. Es gibt ein Highlight-Video von der Formel-1-Season, von der richtigen Season selbst, habe ich vor und natürlich eins dann von unserer Season mit ein paar Ups und Downs. Ich denke mal nicht, dass ich da viele Szenen zeigen werde, aber ich möchte auf jeden Fall reden noch ein bisschen über die Season, so ein bisschen noch im 18er und im 19er. Zack, hier durchs Stadion durch natürlich so ein bisschen, aber dazu mehr und später im Video, also seid gespannt und bleibt dran auf jeden Fall. So, wir hängen uns ein bisschen im Windschatten oder eher im kontraproduktiven Windschatten von Norris und sind nur 4000stel langsam als Bottas. Wo das im Endeffekt hingeführt hat, hätte, whatever, weil wir bleiben ja sowieso stehen und lassen uns wieder vorbei, lassen die anderen alle vorbei. Verstappen und Leclerc haben die erste Startreihe nochmal für sich geholt, also kein Bottas mehr. So, und hier ist dann Hamilton und Butler, Halleluja. Also, wie langsam war ich bitte? So, und dann Vettel, Bottas und hier bin dann ich auf 7 und Kimi, Hülkenberg und Albon, Sadala, Gasly und Weber, Norris und Sainz. Auf 15 Stroll und Perez mit einer 10-Plätze-Strafe, Grosjean und Giovinazzi. Ganz hinten Russell und Magnussen wieder mit einer 20-Plätze-Strafe. Halleluja, der hat nochmal alles getauscht. Ich denke mal, der wird dann auch schon zu Ende fahren. Einmal blühen uns auch nochmal so eine Strafe, weil ich kann nicht mit dem Getriebe durchfahren. Wird wahrscheinlich jetzt hier in diesem hohen Gebiet noch mehr Getriebe verschleißen, weil auf der Langgerade kommt man weit über den 8er Gang hinaus. Fährt der Motor richtig an. Also nicht mal so arg wie im Baku, also hier ist es ärger wie im Baku. So, natürlich noch ein bisschen alles von den Regensettings zurückstellen, ein bisschen mehr Bremspower, ein bisschen weniger so. Und ja, eine Zwei-Stop-Strategie ist geplant. Vielleicht können wir mit Weiß, aber das will ich gar nicht. Also vielleicht können wir Rot-Gelb-Rot, das wäre meine favorisierte Strategie. So Leute, beginnen wir mit dem Start in etwas, ja, schwächeren Teil dieses Videos, weil hier werde ich nicht so, ich meine, es wäre auch wieder ein halbwegs guter Start geworden. Ich lasse hier mal alle vorbei, bremse mal kurz und jetzt geht's los mit unserem großen Preis von Mexiko, Leute. Dankeschön fürs Einschalten und los geht's. Jetzt habe ich ein bisschen viel Abstand gelassen, ich depp, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber die erste Kurve lässt wirklich so viel Bremsspielraum offen. Hier kann ich direkt mal, ja, antäuschen, aber wir sind schon dran. Das ist so eine Ziehharmonika da hinten, wir könnten vielleicht gleich mal probieren mit Magnussen hier, ja, so ein bisschen ihn anzutäuschen. Ich meine, ich sage jetzt nicht gleich überholen in der ersten Kurve oder so. Das ging nur in Russland gut. Zack, hier reinstecken. Oder es geht dann doch. Ja, es geht doch. Nein, Magnussen will sich das nicht gefallen lassen. Ich bleibe hier dran. Es gibt hier einen kleinen. Nein, gibt es nicht. Ja, ich gehe ein bisschen weiter raus. Wir kennen Magnussen. Er ist jetzt nicht so der Fahrer, wo man sagt, Halleluja, er passt auf die Fahrer auf. Er mag seine Mitmenschen vor allem. Er ist ein vorsichtiger Fahrer, der aufpasst. Also er probiert es auch hier noch und wir sind vorbei, haben unser erstes Überholmanöver Magnussen. Und nächster sollte, oh mein Gott, ja, das war sehr optimistisch eingelenkt. So, nächstes Opfer sollte George Russell sein. Hier im Windschatten sorgen wir uns schon langsam dran. Oh mein Gott, Halleluja. Der hat so früh gebremst und ich dachte mir, okay, dann, wenn er da so halb die Tür offen lässt, probieren wir es mal rein. Keine Berührung, nichts, also war besser als gedacht. Leichter Quersteher.
Und Leclerc die schnellste Rennrunde. Glückwunsch an ihn. Und er hatte auch ein bisschen Pech die letzten paar Rennen. Da ist er immer ausgeflogen. Und ich hoffe natürlich, wir können da ein paar Rekorde einstellen. Ja, kommen wir ein bisschen zum Rennen von gestern, weil wir können doch so ein bisschen quatschen. Morgen natürlich so die komplette Review vom Rennen, aber heute mal so, ja, war ein interessantes Rennen mit ein paar Ups und Downs natürlich mit Hülkenbergs aus und ja, war natürlich, und Kubica natürlich auch, jeder redet immer nur von Hülkenberg, aber natürlich ist auch, geht auch nochmal ein ganz, ganz großer von früher noch, okay, ich meine ganz, ganz groß war es nicht, aber ein größerer Fahrer und ich, sobald ich wäre, ist der Einzige aus Polen. Robert Kubica, also wirklich schade, schade, dass er da aus ist. Aber gut, ich meine, es wird immer nur von Hülkenberg, weil er nach 10 Jahren gegangen ist, aber ja, ich meine, Kubica ist auch nach, keine Ahnung, 12 Jahren wiedergekommen und hat dann leider dieses Jahr keinen, ich glaube, einen Saisonpunkt und auch qualifying-technisch war 21-0 mit Russell. Also schade für ihn, ich glaube, das ist einfach nicht mehr seine Zeit. Die 2000er Boliden von 2000 bis 2007 hätten ihm wahrscheinlich noch besser gefallen. Und hier schaffen den Double an. Oh mein Gott, fast German hat sie abgeschossen. Aber gut, ich meine, was soll man sagen? Schade für ihn. Aber ja, er macht die Tür natürlich die Tür auf für einen jungen Wilden. Für, wie heißt er denn? Nicolas Latifi. Schauen wir mal, wie sich der schlägt. Oder ob er wieder verglüht als keine Ahnung, junger Wilder in einem Team, das keinen möglichen Ressourcenpunkt oder keine möglichen Ressourcen hat, schaut gerne auf Instagram vorbei und dadurch auch kein Fahrer ein Auto bieten kann, das einen Weltmeister würdig wäre, sagen wir mal. Und ich wollte mal dann die Tür aufmachen für ihn oder nicht zumachen. Gasly und Sainz im Clinch miteinander, wir kommen dann nah dran. Aber viel mehr dazu natürlich auch im Best-of von Kubica. Von der Season wird es ja nicht so viel geben. Ich werde natürlich auch ein bisschen von seiner ganzen Karriere erzählen. Seid gespannt, das wird auch jetzt die nächsten Tage, vielleicht erst auch Wochen oder nächstes Monat erst kommen. Champions League, wie gesagt, kommt dann auch nächstes Monat und die Hülkenbergs Karriere Review kommt dann auch noch. Also seid gespannt, viele Reviews und ich habe auch eine Top-Liste habe ich geplant, also so Top-Listen. Mit Formel 1 können wir auch auf Fußballer ausbauen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gern mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr da so zusteht. Wir sind schon auf P15 vorgefahren, aber ich merke aber, es zieht sich sehr. Also, da P14 jetzt und Sainz fast vorbeigerollt, aber es zieht sich jetzt schon langsam, weil es wird echt. Yo, es ist halt nur zwei Überholchancen gibt's, oder ja, es gibt halt nur drei mögliche Überholmöglichkeiten. Und wir haben die schnellste Rennrunde. Hätte ich nicht geglaubt, dass 14er, also dass da Leclerc so langsam vorne oder. Also nein, die fährten davon, okay, natürlich. Dann kann ich mir natürlich auch die schnellste Rennrunde holen. Aber ich weiß nicht, ob da. Ja, es geht wirklich. Fünfte Runde, wir sind gerade mal 13er. Ich meine, ja, wir haben 36 Runden. Und ihr seht, das hat ein bisschen im Schnellverlauf, weil es echt viele, viele Überholmanöver sind. Ich glaube, es sind 25 oder so. Also fragt euch, warum 25? Wir müssen natürlich in die Box. Also wegen denen sind es 25. Und hier an Lukas Weber dran. Schön von Ihnen. Hier sind, glaube ich, die meisten Überholmanöver gegangen. Und da musst du auch so derbe aufpassen, weil die lenken darüber. Die KI kennt da nichts. Fahrt ins Auto rein und ja, weg ist man. Sadala, hier auch Norris schon schön dran. Und jetzt haben wir wieder eine kleine Kampfgruppe vor uns. Mit, ja, ich denke mal, das ist P10 bis P5 oder 4 oder so. Und ja, die kleben eigentlich alle zusammen und dann ganz vorne weg sind dann die Top 3 und dahinter mehr Bottas. Also, zack, am ersten sind wir vorbei. Lando Norris bei Bruno. Ich denke mal, der hätte da sogar, wenn er das machen würde, oh mein Gott, Halleluja, richtig verbremst. Wenn er das machen würde, hätte er da sogar ein derbes Downgrade und jetzt ist auch gleich wieder Norris vorbei. Und ja, trotzdem nicht, trotzdem Gott sei Dank haben wir, ist da nichts passiert oder so. War natürlich ein bisschen, habe ich mich vertan mit dem Bremsen. Und jetzt sind wir wieder in Hülkenberg dran, ein, zwei Kurven später in den Kurven. Oh mein Gott, leichter Querstör schon. Ja, siebte Runde, die Reifen sind eigentlich nur bis 112 geplant. Und mit den ganzen Überholmanöver können wir den auch noch. Ach, das wäre ein Doppelpack gewesen. Aber hier können wir reinstechen. Nein. Och, nie. Oh, schade, hier eine leichte Stange touchiert. Und da ist schon weg. Also man kann echt nicht sagen, die Stangen, die halten gar nichts. Normalerweise sind das Gummi, aber ich weiß nicht, ob die so leicht abfallen. So, Erbon, dank ihm bekommen wir jetzt. Vor der DS-Zone sind wir eigentlich schon dran. Und er bekommt auch DS natürlich für den vorhin fahrenden Kimi. Aber wir kommen da gut dran und können da wundervoll aufholen. So, jetzt sind wir eine Runde später an Kimi dran.
Oh mein Gott, der verbremst sich ja derbe. Ich weiß gar nicht, wo ich soll. Und hier stechen wir dann rein. Oder doch. Boah, das bist du nach. Arbeit auf Millimeter und der fährt dann die Stange an. Und wir kommen da schön vorbei und bekommen, denke ich, nicht mehr DS, oder? Nein, es gibt leider keinen DS, weil Kimi uns da ein bisschen ausgebremst hat. So, sein Teamkollege Vettel. Jetzt, ja, drängen uns ein bisschen von der Strecke. Wir waren noch nicht vorbei, haben uns dadurch auch keinen. Leichte Verbremsung, leichte Berührung. Rad an Rad da hinten. Ich glaube, ich habe in dem Moment nichts vom Flügel aus abgefahren. Ich hoffe natürlich nicht. Und wir sind P6. Die Reifen sind schon ein bisschen durch. 36%. Zack, und hier außen. Das war jetzt auch ein cooler Trick. Ja, um dran zu kommen und dann verscherzt die KR. Und er drängt mich wieder von der Strecke. Und jetzt dränge ich ihn da ein bisschen wieder rüber. Und wir kommen auf P5, Top 5. Und das in der 10. Runde. Also wir haben durchschnittsweise jeden Runde. Also warte mal. Ja, so kann man es nicht rechnen. Ist egal. In einem leichten Flügelschaden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den Moment gefunden, wo ich mir den geholt habe. Aber Runde 12 geht's jetzt in die Box. Und ich denke mal, ich lasse mich jetzt mal ein bisschen. Ich lasse euch jetzt mal das Rennen ein bisschen so zuhören und oder ansehen. Und ich melde mich dann später wieder. Bis gleich. So, lala, wir sind P2, ist jetzt, ja, jetzt sind wir P2, oder? P2, ja. P2, Safety Car gibt's, warum schauen wir uns, oder Virtual Safety Car vor allem, warum schauen wir uns natürlich jetzt gleich an, oder besser gesagt, jetzt, George Russell ist draußen, schade für ihn natürlich, und da schauen wir uns in der Replay natürlich an, was da los war und wie das gegangen ist. Er fährt dann, und dann ist der Motor auf einmal ganz, ganz leise. Ich verschnelle es hier mal für euch. Alter, der fährt ja ewig weiter mit dem kaputten Motor, bis er dann den richtigen Ausgang findet. Für das gibt es trotzdem Virtual Safety Car auf der Geraden, kann ich nicht verstehen. Virtual Safety Car ist vorbei, Runde 24 und wir übernehmen endlich das erste Mal in diesem Grand Prix den ersten Platz. Halleluja, es hat 24 fucking Runden gedauert, bis wir endlich auf 1 sind. Und so viel sei gesagt, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns vorkämpfen müssen. Also leider müssen wir... Leider müssen wir uns da nochmal nach vorkämpfen, aber das sind wir natürlich alles gleich, hier kommen wir gut durch und natürlich muss ich jetzt mal einen guten Stint hinwerfen, den habe ich ja nicht ganz, Runde 28, wir haben knappe 5-6 Sekunden auf Hamilton, wir müssen auf jeden Fall mehr rausholen, weil ich habe die gelben genommen, die anderen die weißen, die anderen werden durchfahren, ich kann nicht durchfahren, schauen wir uns mal an, wie Kimi rausgeflogen ist und dann geht's in die Box und schauen wir mal, wo wir dann rauskommen. So, Runde 7, Motorschaden für Kimi. Ah, die fahren auch immer noch in Teamformation hier. Ja, das ist ein klarer Motorschaden, der Rauch kommt von, obwohl es kann eigentlich viel sein. Nur, dass es raucht, ist jetzt nicht signifikant dafür, dass es ein Motorschaden ist. Aber ich denke mal, ja, es könnte ein Motorschaden sein. Salala. Und jetzt geht's, letzte Kurve und in die Box, Runde 29. Vielleicht ein, zwei Runden zu spät, aber jetzt habe ich so knapp
letzten 10 Sekunden draußen. Und ja, Runde 30, zack, bei Boxenstopp, zweiter sind wir schon mal. Leclerc kommt auch schon von da hinten, dritter. Und kommt Bottas auch? Ja, Bottas kommt auch noch vorbei. Alter, es wird sogar knapp, dass wir nicht Fünfter werden. Zack. Nein, es geht sich aus, dass wir vor Verstappen rauskommen. Wir haben zwar die roten Reifen, müssen aber jetzt pushen ohne Ende. 6 Runden sind's. Und ich hoffe natürlich, wir können da irgendwie nur... Ja, ich meine, Bottas ist nicht weit weg, das Podium, also ist in näher Ferne. Ich habe es ein bisschen verschissen mit der Strategie. Ich hätte da vielleicht die Weißen nehmen sollen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir da, keine Ahnung, die ersten drei Runden 1,17er Zeiten gefahren werden oder 1,18er Zeiten. Aber gut, so Leute, letzte, nein, Blödsinn, ja, letzte Kurve und hier sind wir jetzt endlich an Bottas dran von Runde Nummer 30. Also es hat nur eine Runde gedauert, bis wir hier an Bottas vorbei sind. Also die Pace ist wirklich merkbar und richtig, richtig merkbar. 6 Sekunden auf Leclerc und gesagt, getan, Runde 3, es hat jetzt na, knappe 2 Runden gedauert. Und jetzt sind wir an Charles Leclerc dran, der will natürlich seine Position nicht hergeben. Wir fahren hier hintereinander, lasst gerne einen Kommentar da, wie euch das Video so gefällt, wie euch die Formate gefallen und vor allem kommt auch noch später das, Adventkalender-Video, also schaltet auch da gerne ein und schreibt mir auch da gerne auch in die Kommentare, wie ihr das so findet, hier leicht, nein, das war nur ein Rad-an-Rad-Kampf. So, ich lasse hier genug Platz, Box raus und jetzt sind wir P2, Leute, letzter Platz ist zu aufholen mit, ja, hier Hamilton, gesagt, getan, letzte Runde, letzte Kurve, hier haben wir schon das Feuerwerk, wir kommen ja in die Kurve rein, Halleluja, oh mein Gott, Rad-an-Rad, zack, ich steche rein und, oh mein Gott, leider das... Okay. So, da, letzte Kurve. Wir kommen hier rein. Zack. Und leichter Querstil, wenn ich über die Curbs komme. Und wir kommen hier rein. Und zack. Leichte Flügel, Flügelberührung. Und wir sind die Erste, Leute. In der letzten Kurve sind wir wirklich Erster geworden. Was für eine Leistung. Ich weiß, das letzte Überholmanöver war vielleicht ein bisschen diskussionswürdig. Aber wir haben es geschafft. Von 20 auf 1 in, ja, man kann wirklich sagen, 36 Runden. Und das ist wirklich ein Fight bis zur Jacket Flag, bis zur Schwarz-Weiß-Karettenflagge. Mattia Binotto kann sich freuen, alles andere wie in echt, also das Gegenteil wie in echt. Hier rasiert Ferrari jedes Rennen, egal ob Highspeed oder langsame Kurven. Wir können einfach alles, unser Motor ist so stark. Unser Chassis, ja, ist eher mittelmäßig, aber unser Aero-Paket ist auch so stark. Und deswegen können wir einfach nicht verlieren hier. Das ist wirklich ein sensationelles Rennen gewesen. Hat wirklich mega viel Spaß gemacht, weil es nicht gleich von Anfang an, ich wusste, dass wir da gleich gewinnen und wir problemlos auf 1 vorfahren konnten. Es war wirklich viel, viel Arbeit und echt bis zur 24. Runde waren wir nicht mal noch Erster und dann haben wir es ab der 30. wieder abgegeben und dann knapp vor Schluss sind wir noch ein Erster geworden. Wir können uns wirklich freuen und ja, lasst dafür gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr da unseren Kanal supporten würdet, weil das war wirklich ein Rennen auf höchstem Niveau, würde ich sagen. Und auch Leclerc aufs Podium geschafft, P3, super für ihn. Ich freue mich wirklich mega, dass es auch noch, dass es auch mal wieder drauf geschafft hat. Ja, ich brauche, glaube ich, den WM-Stand jetzt nicht ganz ansprechen. 25 Punkte gibt es für uns und 18 für Leclerc. Schön für ihn. Auch mal wieder ein Erfolgserlebnis und ich habe 202 Punkte Vorsprung auf Leclerc und das 4 Runden vor Schluss, also wir sind doppelt Weltmeister und 202 Punkte sind wir auch vor Mercedes AMG Petronas, also die können uns nie nicht meinen und wir sind ja schon vor 2 Runden Weltmeister geworden. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, gute Arbeit auf der Strecke. Link ist unten in der Beschreibung. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Danke für den Kommentar. Mal ein kurzes Interview, aber ja, ich meine, man muss es machen. Ich kann es also abstellen, aber ich finde das so einen coolen Punkt, so zum Schluss nochmal so ein bisschen das Rennen reviewen zu lassen. Aktiviert gerne die Glocke, Leute, für heute war es das aber mal. Und ja, seid doch gerne morgen dabei bei der Mega-Season. Lasst doch gerne kostenloses Abo da und teilt gerne das Video. Und vor allem, schaut euch gerne auf Instagram vorbei. Link ist unten in der Beschreibung auf meinen Bruder. Ja, ressourcentechnisch, schaut euch mal den Motor an, wie weit wir vorne sind. Zack, nochmal ein fettes Motor-Upgrade. Und für heute war es mal, Leute. Schaut gerne bei der Mega-Season vorbei. Und später dann um 16, 17 Uhr kommt dann nochmal ein Adventkalender, Kästchen Nummer 2. Seid gespannt, was drin ist. Und lasst es euch gefallen. Könnt auch gerne das mit einem Däumchen nach oben da lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus und tschüss.